Minja Savut und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Omas Küche. Kak tibia Savut. Minja Savut, Len Kudrewitzki. Das ist schön, Len. Atibia. Gut. Minja Savut Norman. Ja, damit genau. Hört es bei mir schon auf. Len, schön, dass du da bist. Liebe Zuschauer, Sie haben schon bestimmt rausgehört, es wird Russisch heute bei uns. Du bist unser Gast, man kennt dich von der Musik, aus dem Fernsehen. Heute bist du bei uns. Man kennt dich sicherlich auch als Leipziger vom Opernball, den du moderieren wirst. Darüber wollen wir heute sprechen. Und du hast uns aufgrund deiner Herkunft eine russische Spezialität heute mitgebracht. Len, was kochen wir heute gemeinsam? Wir kochen gemeinsam Pelmeni und Hering unterm Pelz. Sagt man so. Ich habe das mal übersetzt, deswegen klingt es ein bisschen holprig. Wie heißt holprig. Das eigentlich? Seljotka v Schubi. Da klingt Hering im Pelzmantel oder unterm Pelzmantel schon deutlich verständlicher für uns. Ja. Ich freue mich sehr. Wie bist du mit Omas Küche vertraut? Omas Küche habe ich immer wahnsinnig gerne gegessen. Und wir werden es, also tatsächlich ich, heute zum ersten Mal mitkochen. Dann schauen wir mal, ob wir aus dir nicht nur Moderator, Schauspieler, Musiker, der du bist, sondern vielleicht auch noch einen Starkoch machen können. Yay. Ich freue mich sehr. Lass uns reingehen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier aus unserer Küche. An unserer Seite ist natürlich einmal mehr Christian Müller. Christian, du hast uns als erstes neue Schürzen mitgebracht. Wunderbar, die wollen wir uns gleich umschmeißen. Vorher wollen wir aber dich fragen, kennst du dich mit den Gerichten, die uns Len heute mitgebracht hat, aus? Nein. Das ist schon mal eine super gute Woche. Dann fangen wir doch gleich mal an zu kochen. Ja. Also ein Gericht, wir kochen ja heute einmal Pelmeni, ist ja ein russisches Nationalgericht. Und einmal Hering im Pelzmantel. Hering im Pelzmantel sagt mir was, das kenne ich. Aber Pelmeni war ich im ersten Moment etwas überfragt. Und da habe ich aber auch ein bisschen schlau gemacht mittlerweile. Und ich denke, wir kriegen schon was Leckeres hin. Ja? Was muss man dabei beachten? Also ich kenne es gar nicht. Ich kenne leider auch die russische Küche nicht so gut. Freue mich aber, sie heute einmal mehr durch dich, Len, kennenzulernen. Mit was hat das Ähnlichkeit? Ihr habt vorhin irgendwas erwähnt, sowas wie Teigtaschen, Tortellini, kann man das irgendwie... Ja, es ist eine Richtung Tortellini, kann man sagen, Tortelloni in diese Richtung. Die russische Küche hat ja auch ein bisschen Einfluss aus dem persischen Raum, aus dem asiatischen Raum so ein bisschen bekommen. Und die kennen sich ja auch mit Teigtaschen wunderbar aus dort. Und deswegen, da kommen wir schon schön hin. Wunderbar. Len, du bist schon in Schale geworfen. Ich ziehe mich hier auch direkt mal um. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir. Mit was fangen wir denn an? Mit unserem Teig. Den Teig für die Pelmeni und dass der ein bisschen ruhen kann am Ende. Und deswegen, damit fangen wir eigentlich an. Dann sag uns doch mal kurz, was der Teig irgendwas an Besonderheiten hat, weil sonst würde ich vorschlagen, wir hauen die Zutaten mal rein, liebe Zuschauer, vermengen alles und du sagst uns im Anschluss gerne, was es zu beachten gibt, oder? Also im Grunde genommen hat der Teig eigentlich wirklich nichts groß zu beachten. Besteht eigentlich nur aus Mehl, Eiern, Wasser und ein bisschen Salz. Und mehr ist es nicht. Sehr gut. Liebe Zuschauer, wir werden alles vermengen und sehen uns gleich wieder. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Gut, dass ich mir die Hände vorher gewaschen habe. Ja, das freut uns alle. Denn wir werden natürlich im Anschluss gemeinsam wieder dieses Gericht probieren. Ja. Was macht es für dich so besonders, Len? Ach, das sind Kindheitserinnerungen. Wenn ich bei Oma und Opa war im Kaukasus, dann wurde jeden Tag um die Wette Pelmeni gegessen. Das heißt, wie viel Stück schafft man? Ja. Ich war am Ende von diesen kleinen, das sind so Kügelchen, also es gibt ja große Pelmeni und kleine Pelmeni. Mhm. Und von den kleinen habe ich schon mal 43 Stück geschafft. Danach lag ich ein wenig auf der Couch rum. Aber das sind tatsächlich Kindheitserinnerungen mit saurer Sahne und mit Kräutern und dazu Kwas. Ich weiß nicht, sagt euch Kwas was? Das ist so eine russische Limonade. Ah. Die wurde vom Bierwagen runter ausgeschenkt auf der Straße. Und die Kinder waren natürlich hellauf begeistert, wenn es Kwas gab. Und ich freue mich wahnsinnig nachher mit euch Pelmeni zu essen. Ob wir 43, oder was hattest du gesagt? 43 Stück. 43 Stück hinkriegen, glaube ich weniger, aber es wird eine Menge, wovon wir alle satt werden, oder? Ich glaube auch, ja. Aber 43 Stück, das ist schon nicht schlecht, ne? Ist schon nicht schlecht, ja. Ja. Ich habe danach viel
Sport gemacht. Wenn ich dann zu Gast war bei Oma und Opa. Kann ich auch eine Aufgabe übernehmen, Christian? Wenn ich jetzt heute schon so wunderbar eingekleidet bin und wenn ich die Zwiebeln da sehe, weiß ich schon wieder, was mir blüht. Das ist richtig, ja. Also ich habe vorerst schon mal die Karotten geschält und koche diese zwei, beziehungsweise Kartoffeln kochen wir auch weich für unseren Hering im Pelzmantel nachher. Was heißt denn Hering im Pelzmantel? Also woraus besteht dieser pelzige Mantel? Ah, der pelzige Mantel ist eigentlich, geht eigentlich darauf zurück, dass der, oder eigentlich wirklich übersetzt heißt ja Hering unter dem Pelzmantel. Genau. Und der Hering kommt unten in eine Form hinein und wir schichten quasi, im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Schichtsalat, wenn man so sieht, aus Kartoffeln, Karotten, rote Beete. Apfel kann man reinmachen. Ich habe jetzt heute mal auf Apfel verzichtet, weil war mir jetzt zu gesund. Und das schichten wir nachher mit einer selbstgemachten Mayonnaise nach oben. Aber der Christian, der hat mir verraten, dass das Fleisch, was wir hier heute verarbeiten, regional ist, was ja auch Sinn macht, oder? Ja, ne, wenn wir den Apfel schon weglassen, dann sind wir wenigstens beim Fleisch gesund, oder? Richtig. Nee, das sollen wir natürlich nochmal an der Stelle erwähnen. Hier wird, glaube ich, gesundes, nachhaltiges Essen extrem groß geschrieben. Und deswegen versuchen wir uns da auch bei diesen Gerichten, die wir von unseren Gästen immer wieder bekommen, in der Vorbereitung auch natürlich so zu beachten. Das ist richtig. Also wir versuchen schon in der Nachhaltigkeit zu schauen. Und man kann nicht alles hundertprozentig, also es würde funktionieren, aber das können wir uns nicht erlauben, weil man natürlich auch die Preise den Gästen dann weitergeben müsste. Und wir wollen es bezahlbar halten. Und solange noch nicht das große Umdenken in der Gesellschaft stattgefunden hat, die sagen, ja, das leisten wir uns in dem Moment, ne, weil es ja noch ums Leisten geht und nicht ums bezahlbar sein. Aber toll, dass ihr mit dabei seid. Beim Umdenken. Ja, natürlich. Diese Teigtaschen, die wir machen, die werden gefüllt und traditionell mit Fleisch oder ohne oder wie oder was? Wie kennst du es aus deiner Kindheit? Also aus der Kindheit kenne ich es tatsächlich mit Fleisch. Ob das jetzt Putenfleisch ist oder Rindfleisch oder Schweinefleisch, das kommt, ist ja dann auch immer regional abhängig gewesen. Jetzt mittlerweile gibt es Pelmeni mit Gemüsefüllung, mit Spinatfüllung und damit auch die Vegetarier auch Pelmeni-Genuss haben dürfen. Und ich tatsächlich mag sehr die Spinatvariante, aber auch die Putenvariante. Das ist einfach die Kindheitserinnerungen, die dann immer mit dem Essen hochkommen, sind ja auch immer wahnsinnig schön. Und man schmeckt ja auch Erinnerungen mit. Das stimmt, ja. Da wirst du dich freuen, weil wir haben heute keine Pute und auch keinen Spinat. Wir füllen unsere Pelmeni heute mit Spitzkohl, mit einer Spitzkohlfüllung und dann haben wir ein Hackfleisch schon bereits vorbereitet, bestehend aus Schwein und aus Rind. Wahnsinn. Wir füllen die auf zwei Arten, also einmal vegetarisch und einmal mit Fleisch. Mhm. Und dann gucken wir mal. Damit für alle was dabei ist. So sieht es aus. Wunderbar, der Teig sieht gut aus. Ja. Den nehmen wir jetzt, den stellen wir jetzt mal eine Stunde ungefähr kalt, damit von dem Mehl der ganze Kleber rausgehen kann und dass wir den nachher dann wunderschön verarbeiten können. Ja. Und dann, genau, jetzt einmal wieder die Hände waschen und dann können wir weitermachen. Ich gehe dann mal Hände waschen. Der Norman hat ja uns wunderschön bereits die Zwiebeln geschält. Norman, ich finde es toll, dass du in den letzten Sendungen aufgepasst hast und den Strunk dran gelassen hast. Natürlich. Das hilft uns einiges beim Schneiden, weil der Strunk ja, wie gesagt, die komplette Zwiebel zusammenhält und beim Schneiden uns dann nicht auseinanderfällt. Dann, Lenny, da würde ich dich jetzt bitten. Darf ich einmal? Gerne, wir können gerne tauschen. Zwiebeln in kleine Würfel zu schneiden. Eigentlich die Zwiebel einfach nur hinlegen und dann schneiden wir erstmal Streifen. Aha. In dem Fall sind es dann Scheiben. Dann einmal so. Ja. Umso öfter man reinschneidet, umso feiner werden die Zwiebelwürfel natürlich. Wir wollen sie jetzt nicht zu fein haben. So, und dann in Würfel runterschneiden. Ich wäre verrückt. Ich werde der Held der Familie sein, wenn ich nach Hause komme. Ja, du wirst aber auch in Zukunft, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, jetzt nur noch mit Zwiebeln in der Küche Zwiebeln in der Küche beschäftigt sein. Du kannst es doch so gut. Und wie viel Spaß dir das dann auf Dauer macht, das bleibt abzuhören. So, nebenbei machen wir unseren Spitzkohl. Ich habe den jetzt halbiert, das äußerste Blatt bereits abgemacht. Und jetzt schneiden wir den Strunk raus. Den Spitzkohl selber werden wir im Vorfeld etwas anschmoren. Also wir machen keine rohen Spitzkohl in unsere Pelmeni rein, sondern wir schmoren den etwas. Dann schneiden wir erstmal dünne Streifen. Also ich muss sagen, bei Christian sah das alles viel, viel schneller und eleganter aus, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Aber es wäre auch langweilig, wenn wir alleine versuchen würden, dein Gericht nachzukochen, weil das würde wahrscheinlich nicht so gut schmecken.
Aber ich glaube auch nicht, dass es langweilig werden würde. Ja. Wir hätten eine Menge zu quatschen. Ja. So, ich habe uns eine Pfanne aufgestellt, da machen wir ein bisschen Öl rein für unseren Spitzkohl gleich. Da nehmen wir jetzt kein Olivenöl, ja, weil vom Geschmack her vielleicht ein Ticken zu bitter. Reines Pflanzenöl reicht völlig. So, die Herren, seid ihr zufrieden mit meiner... Sieht top aus, das wirklich. Sieht wirklich super aus, ja. Und vielen Dank, dass du mir diese Arbeit abgenommen hast. Dann nehmen wir uns gleich einen Teil für unsere Füllung. Wir machen einfach so ein, ich sag mal gut, die Hälfte. Jetzt also sind ungefähr so 500 Gramm. 500 Gramm, und das reicht dann circa für wie viel Pellini? Was denkst du? Es kommt drauf an, wer isst. Ja. Wenn ich esse, reicht es nur für mich. Es kommt drauf an, wie viel Füllung machen wir in die Pellini rein. Es kommt drauf an, wie groß machen wir die Pellini. Und wir werden jetzt grob geschätzt, ja, etwa so 30 Stück. So, dann machen wir einen Teil der Zwiebel mit rein. Ja, ein Teil. Ein Teil, also ich würde, ja, ein paar, nicht zu viele, weil wir wollen ja eher Fleisch statt Zwiebeln in der Mitte haben. Genau. Okay. Dann ein bisschen Salz. Ich mag ja im Hackfleisch immer ein bisschen Senf mit drin. Mhm. Interessant. Das würde ich jetzt auch in dem Fall machen. Weil es vom Geschmack her, ja, finde ich es ein bisschen süßer, hat ein bisschen Säure mit drin. Und deswegen mag ich eigentlich den Senf drin. Ganz gerne. Und jetzt müsste wieder einmal geknetet werden. Yay! Yeah! So. Fällt in Sachen Spitzkohl nichts weiter ein, Christian, was man damit noch anstellen kann? Also Spitzkohl finde ich persönlich ist eine ganz tolle Sache. Man kann, zum einen könnte man theoretisch Kohlrouladen draus machen, man nimmt aber eigentlich eher Weißkohl her, aber es würde funktionieren. Jetzt, wir schmoren den, in diesem Fall schmoren wir den als Füllung, beziehungsweise ist er auch geschmort wunderbar zum Essen, als Sättigungsbeilage oder als Gemüsebeilage, nicht als Sättigungsbeilage. Aber was ich an Spitzkohl wirklich mag, ist, wenn man den einfach nur roh mariniert. Das heißt, Spitzkohl klein schneiden, dünne Streifen, und dann mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl, ein bisschen Zucker gewürzt, den mariniert und dann so ein bisschen durchziehen lässt. Ich sage jetzt mal so ein Stündchen stehen lässt. Das ist eine ganz tolle Sache, auch als Gemüsebeilage, auch gerade zu Fisch. Es ist gerade für den Sommer, es ist nichts Deftiges, sondern eher was Leichtes. Aber trotzdem sättigend. Trotzdem sättigend, ja. So, jetzt die Füllung jetzt haben wir, wunderbar. Wir sollten mal probieren, ob es auch schmeckt. Einfach, ich nehme mal. Du kommst ja nicht gebürtig, aber bist mit 2 Monaten nach Berlin gezogen. Ja. Das kann man schon sagen, du bist ja eigentlich Berliner. Ich komme ja nur aus der Nähe von Berlin, aber wir haben schon festgestellt, wir können uns trotzdem so ein bisschen im Berliner Dialekt unterhalten. Kein Problem, war. Und das hat ja immer ein bisschen was von Bulette, oder? Hat was von Bulette. Und in Brandenburg wird man ja auch als Berliner als Bulette bezeichnet. Ja, war? Eben. Also haben wir mehr oder weniger kleine Bulettenteigtaschen. Was braucht es eigentlich für Buletten noch, Christian? Ein bisschen Semmelgröße, ne? Damit das Ganze ein bisschen zusammenhält. Ansonsten ist es doch schon... Oh, das wäre auch mal ein Thema für Omas Küche, ja? Für eine reine Sendung, weil Buletten, Frikadellen, Bauarbeiterpraline, wie man es nennen möchte, gibt es auch wieder zig verschiedene Rezepte. Manche machen Ei mit rein, manche machen Semmelbrösel mit rein. Mhm. Paprika kann man zum Beispiel mit reinmachen, Paprikapulver. Und das ist wie so ein Kartoffelsalat, wo ich sage, jede Oma hat ihr eigenes Rezept. Ja, und ich fand es jetzt auch sehr lecker, so roh. So, dann gehen wir an unseren Hering, würde ich sagen. Den haben wir hier, ein Bismarck-Hering. Bismarck-Hering ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Hering, der in Essig und Essig, Zucker, Salz und sowas eingelegt wurde, bis er reif ist. Der ist bereits entkretet, also ist wirklich hier komplett raus im Endeffekt. Nur noch zusammen das Fleisch, die Filets. Ja. Dich einmal bitten, die Zwiebeln. In dem Fall ist es nicht schlimm, weil wir machen ja Zwiebeln sowieso gleich mit drauf. Bloß die Mittelflosse müssten wir noch rausschneiden, diese hier oben. Du meinst, mit ist nicht schlimm, dass man das gleiche Messer verwendet, das man zum Zwiebel schneiden? Das gleiche Messer, beziehungsweise auch das Brett, weil wir die Zwiebeln ja auch wieder oben drauf machen. Okay. Also kochen macht schon Spaß. Das klingt so, als würdest du zu Hause weniger kochen. Das stimmt tatsächlich. Du hast es total toll rausgehört. ich bin halt viel auf Reisen. Dadurch komme ich natürlich in den Genuss von verschiedenen Speisen. Und, aber tatsächlich zu Hause machen wir das weniger. Und ich fände es toll, wenn man zu Hause mehr kochen würde. Also wenn ich mehr kochen würde. Aber so hat halt jeder so seinen Lebensstil. Ja, aber gut, wenn deine Frau und deine Familie das jetzt hier hört, dann haben sie auf jeden Fall eine große Motivation. Ja, und die werden sagen, Mann. Beim nächsten Mal beim Wort zu nehmen. Denn. Ja, aber wie kann man sich denn einen typischen Alltag bei dir vorstellen? Gerade jetzt in Bezug auf die Vorbereitung zum Opernball, wo dich jetzt sicherlich auch viele Leipziger herkennen, weil du dort als Moderator
schon mehrfach aufgetreten bist, auch dieses Jahr wieder dabei bist. Wie läuft da so der Alltagsstress bei dir und wie läuft generell so die Vorbereitung für den Opernball? Also der Opernball ist ja erstmal grundsätzlich, geht es ja da um Programme. Es geht um, wir haben dieses Jahr ein wunderbares Partnerstadt oder Partnergebiet, Südtirol. Kulinarisch, künstlerisch, menschlich, regional, Weine. Wir waren dort, wir haben uns das angeguckt, wir haben mit den Menschen gesprochen, wir haben uns damit auseinandergesetzt als Team. Und das ist wirklich berauschend. Und das wird alles nach Leipzig gebracht. Das wird ein Menü geben, was inspiriert ist durch Südtirol. Es wird Weine geben, es wird Darbietungen geben aus Südtirol. Wir werden zusammen auf der Bühne sein. Und da kommt man ja immer wieder zu dem Punkt, dass man, wenn man sich auseinandersetzt mit fremden Kulturen und fremden Menschen, dann wächst man zusammen. Und Musik als internationale Sprache und Kultur, das bringt ja ein Gemeinschaftsgefühl zusammen. Und auf einmal sind Konflikte, die gerade noch da waren, sind auf einmal in Luft ausgelöst. Und Südtirol ist das Beispiel dafür, wo drei verschiedene Kulturen und Sprachen zusammen friedlich leben und sich austauschen. Es gibt zwei Amtssprachen, Deutsch und Italienisch, und es funktioniert alles. Es gibt einen Bürgermeister, der Italienisch ist, und sein Stellvertretender ist Deutsch. Und es funktioniert alles, und es ist so toll zu sehen. Und das kommt nach Leipzig, und Leipzig steht halt einfach für jung, dynamisch und einen Austausch und tolle Kultur mit der Oper, mit dem Gewandhaus. Es ist einfach, ich bin total froh, dass ich ein Teil davon sein darf, und es wird ein toller Opernball. Wann fängst du denn da an, die ganzen Pelmeni zu machen? Für die 2800 Gäste? Naja, ich glaube, nächste Woche ist der Startschuss. Nein, es wird keine Pelmeni geben, weil Südtirol hat mit Pelmenis gar nichts gemein. Ja, der Gerd Kastenmeier, unser toller Koch, der wird ein Menü zaubern, von dem ich noch nichts weiß, was denn wirklich passiert. Ich bin eher für das Entertainment zuständig. Wir haben jetzt unseren Teig, den Rem für uns geknetet hat. Wir hatten den jetzt schön ruhen lassen. Ja. Den holen wir jetzt hier raus aus unserer Folie. Jetzt wird er ausgerollt, dann stechen wir den aus in so kleine runde Förmchen. Nehmen wir uns ein bisschen Teig. Ich habe auch noch mal ein bisschen Mehl. Wir rollen die quasi in, ich sage jetzt mal, in der Dicke von Lasagneplatten aus. Nächstes Mal, das sagt man so 1 bis 2 mm sollten es sein. Was macht für dich sonst noch so die russische Küche aus? Tatsächlich klingt jetzt irgendwie klischee-mäßig Soljanka, Borsch. Also das heißt Gemüse, Suppen. Wenn ich zurückdenke, tatsächlich rote Beete habe ich tatsächlich über Hering im Pelzmantel lieben gelernt. Früher habe ich es nicht gemocht. Ja, und so wurde man dann herangeführt, ne? Über verschiedene Konstellationen, Kreationen lernt man auf einmal Dinge kennen, die man vorher nicht gemocht hat. Lieber Christian, das sieht sensationell aus bei dir. Dankeschön. Mal gucken, ob ihr das genauso gut könnt. Da kann man aber auch bei der Wahl der Förmchen variabel sein, oder? Weil die werden am Ende zusammengerollt, oder wie kann ich mir das vorstellen? Die werden zu Halbmonden geflogen, quasi zusammengeklappt und dann nochmal mit den Enden. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, oh, ich mag es ein bisschen größer, ich kenne es aus Stuttgart, weil ich da studiert habe, mit Maultaschen, weil wir hier auch in der badischen Küche sind. Und die kann man ja auch klein, groß, frei gestalten. Das heißt also, was ist das ganz kurz? Das nennt man auch den ovalen Pelimeni-Auslauf. Okay. Ja, Damit ist die Frage auch beantwortet, ob wir das so gut können wie du, Christian. Oh, der ist toll geworden. Für unseren Heringssalat machen wir eine Mayonnaise. Selbstgemachte Mayonnaise ist gar nicht so schwierig, wie man sich das immer vorstellt. Im Endeffekt besteht sie nur aus Ei, Senf, bisschen Essig und Öl. Im Endeffekt trenne ich einfach nur erstmal unser Eigelb vom Eiweiß. Ich habe Ei, Senf und Essig, jetzt ein bisschen Salz hier drin. Und jetzt machen wir ein wenig Öl dazu und machen ganz langsam das Öl. Wenn ich zu viel Öl am Anfang direkt mache, dann gerinnt unsere Mayonnaise quasi. Und deswegen erst eine Bindung herstellen mit ganz wenig Öl. Jetzt, in der Zwischenzeit,
würde ich die fertigen Teigformen, nenne ich es einfach mal, schon bereits mit Eiweiß einpinseln. Mhm. Man nennt mich ja auch in Familienkreisen Hausmeister Schneski. Mhm. Ja, weil ich tatsächlich gerne bastel, repariere. Und jetzt entflammt gerade in mir die Kochkunst. Das heißt, auch da werde ich abtauchen. Und dann vor allem nicht mehr mit Kochbuch hier, so wie General, was hast du gesagt? Generalstabsmäßig. So, Christian, wir haben uns Mühe gegeben beim Ausstanzen der Pelmeni. Wie geht's jetzt weiter? Wir befüllen die und tun die zusammen. Der Lenn hat sie ja schon mit Eiweiß eingestrichen. Jetzt befüllen wir diese mit ein bisschen von unserer vorbereiteten Hackfleischfüllung. Einen Teil machen wir mit Hackfleisch und einen Teil werden wir mit unserer Spitzkohlfüllung füllen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man an seiner eigenen Spucke anfängt zu ertrinken, oder? Weil dir das Wasser schon so sehr im Mund zusammenläuft. Wahnsinn! Parallel werden wir unseren Salat fertig machen, unseren Hering. Lieber Norman, fühl dich frei. Ja, ich mach mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen, ne? Das finde ich gut für den Norman. Guck mal, was ich hier habe. Nein. Die müssten wir einmal schälen. Das wäre fantastisch. Ach, Mensch, ich hatte doch eigentlich, wollte ich doch hier lennen, wollte ich doch eigentlich. Die sind wieder mal kochend heiß. Man könnte meinen, sie kommen gerade aus kochendem Wasser. Ich mach das einfach hier in den Topf wieder rein, ja, die Schale, Christian? Mhm. Das sah beim Christian ganz schön viel einfacher aus. Ja, das ist häufiger der Fall. Christian, ich kann die nicht in die Hand nehmen, tut mir leid. Ich zeig dir jetzt mal eine, dass du noch die anderen probieren kannst. Also es geht, ist natürlich, man hat natürlich nach einer gewissen Zeit Brandblasen an den Fingern. Brandblasen, das ist richtig, aber man wird ja auch ein bisschen hitzeresistenter, was die Finger angeht. Ne? Ja, deine vielleicht, meine sind ja noch so ungeübt, mit heißen Kartoffeln zu arbeiten. Ja, aber komm, mir nicht am Ende. Meinst du, müssen die Omas Küche öfters machen? Mit mehr heißen Kartoffeln. So, ich werde den Lenn mal etwas noch unterstützen. Dankeschön. Wie kann man das vermeiden, dass der Teig unten auf dem Blech so anklebt? Wir hätten etwas Mehl drunter machen können. Okay. Aber ich habe mir gedacht, das brauchen wir heute nicht, aber der Norman hat halt nicht so schnell ausgestochen. Wir haben den Schuldigen heute schon, wir haben den Schuldigen heute wieder gefunden, meine Damen und Herren. Und hat Tränen in den Augen aufgrund der heißen Kartoffeln. Wie sagt man so schön, heul doch. Ja, du bist ja nicht nur gerade in den Vorbereitungen für den Opernball, sondern auch parallel als Schauspieler aktiv. Und was können sich denn die Zuschauer da freuen, von dir außerhalb vom Leipziger Opernball was zu sehen? Naja, also wir haben ja dieses Jahr schon zwei tolle Kroatien-Krimis gedreht, die wahrscheinlich nächstes Frühjahr kommen werden. Mhm. Dann drehe ich jetzt einen schönen Tatort, auf den ich mich sehr freue, in München. Und im November kommt die neue Staffel von The Vikings raus, die mich auch in die Ferne gebracht hat. Und das war auch eine tolle Produktion. Da eine sogenannte, in Island war das, oder? Na, in Irland. Genau, anderthalb Jahre haben wir die gedreht. Ich durfte immer rein, raus. Das heißt, ich durfte zwischendurch natürlich nach Hause meine Kinder sehen, meine Familie sehen, meine Frau. Was ich also toll finde an den neuen Produktionen und an der neuen, wie sagt man, Ausrichtung, das ist, The Vikings ist auch eine grüne Produktion. Das heißt, es gab kein Plaster am Set. Es wurde darauf geachtet, dass man erstmal einen respektvollen Umgang miteinander hat, dass man darauf achtet, was beim Catering benutzt wird. Dann wird das auf einmal alles viel, viel wertvoller und schöner, das Miteinander. Ja. Und bei den Vikings hatten wir 400-Mann-Team und da ist so ein Arbeitsklima sehr, sehr wichtig. Noch viel, viel wichtiger als in kleinen Produktionen, sage ich mal. Ja. Tatsächlich geht es ja darum, diese ganze Nachhaltigkeit und diese ganze Diskussion ist ja nichts, was man von jetzt auf gleich ändern kann. Und man kann sich nicht umstellen. Man kann in dem Moment, wo das zu einem Zwang wird, hat es wieder keine Perspektive. Sondern es ist ja eine Reise, eine Gedankenreise, der man sich aussetzt und sagt einfach mal, ich fange mal diese Reise an und guck mal, was in meinem Alltag überhaupt ich verändern kann. Ja. Und dann geht es eben los. In dem Moment, wo man schon einen Flug eingespart hat, ist es ein Flug weniger. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder ein Flugzeug benutzen darf, weil es ist halt noch nicht möglich. Es muss ein Wandel stattfinden, aber in dem Moment, wo dieser Gedankenprozess stattfindet bei den Menschen,
da draußen ist es das schon wert. Und das ist, es gibt halt kein ganz oder gar nicht, sondern es ist ein Prozess. Und ich glaube, das ist so, was mehr und mehr in den Köpfen etabliert werden muss. Ich bin nicht böse, wenn ich es mache, und ich bin aber auch nicht gleich der Messias, wenn ich es nicht mache, sondern es ist ein Weg, glaube ich, von A nach B, und wenn man sich dabei unterstützt, kann man den Weg schneller oder langsamer erreichen. Haben jetzt ein bisschen Karotten drüber gehobelt, Zwiebelchen brauchen wir noch. Jetzt machen wir hier ein bisschen von dieser Mayonnaise drüber. Wie serviert man denn dieses Gericht? Als Vorspeise, als Zwischengang? Für mich sieht es jetzt aus wie so eine klassische Vorspeise, oder kann es auch als Hauptgericht dienen? Meinst du jetzt den Hering oder die Pelmeni? Nee. Den Hering im Pelzmantel. Tatsächlich ist es ein Salat, der auch sehr dekorativ zum Neujahrsfest in Russland serviert wird, weil er eben sehr schön aussieht, einfach zuzubereiten mit einfachen Gemüsearten. Und, aber das kommt ja darauf an, wie viel man davon isst. Ich kann sehr, sehr viel davon essen, weil ich ihn sehr, sehr liebe. Und für mich reicht es als Hauptgericht, ganz besonders mit der Mayonnaise. Es ist natürlich sehr, sehr nahrhaft. Ja. So, jetzt machen wir noch die Kartoffeln mit drüber. Die gar nicht so heiß sind, normal? Mittlerweile nicht mehr, meine Damen und Herren. Aber apropos heiß, wir brauchen noch kochendes Wasser für unsere Pelmeni, ne? Genau, das habe ich allerdings schon vorbereitet. Aber ich würde dich bitten, einmal die nicht mehr so ganz so heißen Kartoffeln doch jetzt drüber zu reiben, hier. Tatsächlich, wenn meine Mama zu Besuch kommt und fragt, hey, was soll ich mitbringen? Dann ist die ganze Familie, hat nur einen Wunsch, Hering im Pelzmantel. Das ist das größte Geschenk, weil die das wirklich, die macht es dann einmal eben auch mit Apfel und einmal ohne Apfel, dass man so zwei verschiedene Varianten hat. Und dann essen wir das so gerne. Das ist das schönste Geschenk, was man mitbringen kann. Len, du hast Hunger, ich auch. Christian, du willst sicherlich fertig werden, weil es muss ja nachher auch noch alles sauber gemacht werden. Das heißt, im Schnelldurchgang, was müssen wir jetzt noch machen, damit wir essen können? Im Grunde genommen kochen wir unsere Pelmeni jetzt nur noch hier in dem Wasser, ein bisschen Salz drauf, und wenn sie fertig gar sind, die dauern so 5 bis 6 Minuten etwa, schwenken wir sie hier durch den Butter nochmal durch. Wir haben unseren Schnittlauch schon geschnitten, den wir nochmal da drauf machen, und ein bisschen Schmand essen wir dazu. Gibt es ja auf zwei Arten Weisen. Einmal kann man ja mit Schmand essen und einmal kann man ja auch mit Essig und Öl die ganze Pelmeni essen. Ich habe mich für Schmand entschieden, weil ich mag Schmand. Das ist meine Sache. Für unseren Salat, für unseren Hering unter dem Pelzmantel haben wir im Endeffekt jetzt alles schon fertig. Wir reiben bloß noch unsere rote Beete drauf. Liebe Zuschauer, viel Spaß beim Zugucken. Wir geben Gas und sehen uns gleich wieder beim Essen. Guten Tag. Heute gibt es Pelmeni. Pelmeni mit Schmand und Hering im Pelzmantel. Hat es Sie inspiriert? Guten Appetit. Dankeschön. Liebe Zuschauer, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Es gibt heute was Nudeliges, nicht vom Italiener, sondern aus Russland. Len, vielen lieben Dank für deinen Besuch, für dieses tolle Gericht. Bevor wir es schmecken lassen, vielleicht nochmal an unsere Zuschauer der Hinweis, wann ist es denn soweit mit dem Leipziger Opernball? Leipziger Opernball, 26. Oktober. Ist immer wieder schön, in Leipzig zu sein und bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt wahnsinnig, da reinzuhauen. Wir müssen noch eine kleine Sache erwähnen, bevor wir anfangen. Denn, Christian, die Möglichkeit für den Shuttle-Service hier zum Zürgenlüh zu fahren, gibt es immer noch. Wird rege genutzt? Die gibt es immer noch. Ja, die wird sehr rege genutzt. Also es lohnt sich definitiv vorher zu reservieren. Und wer die leckeren Pelmeni hier auch probieren möchte, sich mit dem Shuttle-Service in Kreis Leipzig mal Klebeck-Bronner abholen lassen und danach wieder nach Hause fahren lassen. Sehr gut, weil das Gericht wird es jetzt über den Zeitraum, wie die Sendung ausgestrahlt wird, auf Leipzig-Fernsehen bei euch hier zu essen geben. Wir freuen uns sehr, sagen guten Appetit und... lasst uns reinhauen. Guten Appetit.